herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Folge Nummer 3. Neu im Mehrspielermodus mit unserem Mitspieler, ja, Kamsai. Hallo? Ja, er meldet sich auch mal. Hallo? Ja, wir sind bei, er hat gerade bei und macht Schweine und ja, hin und her fahren mit Crossplay und ich bin dabei. Ja, und mach Holz. Holz für die Kühe. Jeder Baum eine Kuh ungefähr. Und da wollen wir weiter arbeiten. Gut. Zack. So, mein Neffe sagt mir dazu. Schönes Holz. Wir hatten nämlich im Winter Holz eingefahren. Von meiner Mutter. Die hatte sich Holz gekauft, packen, heizen. Und meine Mutter hat sich immer gefreut, wenn das Holz so schön aussieht, zu packen. Also so, ohne Äste und so, ne? Hat sie immer gesagt, schönes Holz, ne? Und dann, naja, wie das so ist, der Enkel, die Oma ein bisschen veräppelt, ne? Schönes Holz. Schönes Holz. Und das ab und zu, wenn ich jetzt Holz mache und dann schauen sie eine Folge an, dann schreibt er mir auch immer meistens schönes Holz. Kommentar. Dann weiß ich, was er meint. Da weißt du, meine Sorge ist meiner Mutter theoretisch, wenn jetzt, wenn ich mal eines Tages nicht mehr so kann, körperlich, dass ich dann nicht heizen kann, also mit Holz. Gas hat sie ja auch noch. Aber da sie mit Holz billiger heizen kann, ist sie damit bemüht, ein bisschen auf Vorrat zu haben. Das soll ja auch trocknen, ne? So. Hat aber eigentlich schon für 10 Jahre zu liegen normalerweise. Aber sagt man, man kann nie genug haben. Wer weiß, wie die Winter werden. Jedes Jahr die Reserven wieder ein bisschen auffüllen, oder? Ja, ja, und ein bisschen mehr meistens. Weil sie heizt ja nur dazu, ne? Also für die Wohnstube, Kachelofen. Oder Kachelofen ist ja heizt sehr sparsam. Und bei mir im Häuschen an, von den beiden. Und meine unbedingt auskühlen im Winter. Weiß man, die Gaspreise bleiben. Aktuell sieht es ja gut aus, ne? Also Energiepreise geht ja ganz gut. Aber wer weiß, wie es mal ausgeht, ne? In der neuen Wirtschaftskrise. Kann man nie wissen. Nee. Das Problem ist dabei, wenn du zu viel hast. Da fängt meistens auch Begehrlichkeit. Wenn irgendeiner feststellt, oh, mir ist auch kalt, wo sie über Nacht sein wird, dann weg, ne? Aber zum Glück ist man weiter weg von der Straße. An der Hauptstraße kann man nicht so anhalten, da fahren Autos. Nur der Auffall. Wenn man klebrige Finger ist, ganz schnell getan. Ja. Du weißt ja, wenn Holz fertig gehackt ist, kostet auch Geld, ne? Aber so, Satz, mir hat es ein bisschen Bewegung im Winter, ne? Kalt, raus, im Winter, so 1-3 Stunden. Und du hast Wartepunkt erreicht. Ja, gut. Die Meldung sehe ich auch. Achso. Ja, da macht aber nichts. Jetzt können wir weiterfahren. Aber so sehe ich die beiden. Oben links ist ja so eine Anzeige, was du gerade fährst und was deine Fahrzeuge fahren. Blocking steht bei mir jetzt.
Ich stehe aber gar nirgends davor. Das Scorping bin ich. Das ist der Spectre-Mod. Da bin ich und der vom Leasing Fahrzeug. Ich schau noch den Mod zu so schön funktionieren. Mehr für Modus. So, wenn wir gleich mal noch nichts kaufen. Anhänger für Holz. Mal gleich verkaufen, ne? So. Mal ausgleichen. So. P und Holz. Diverses. Holz, Holz, Holz. Wo ist er? So. Der große Anhänger mit 20 Meter macht ja Schwierigkeiten, weil er die Kurven so eng ist. 15er habe ich noch. Fliegel ohne alles. Die Friese von Lizard, Brooks, All in Own, die frisst ganze Bäume, muss aufpassen. Ach so. Ja, wenn du jetzt Stumpen wegmachen willst und du hast da gerade einen schönen großen Baum, dann ist der auch weg. Als Hackstütze. Ja, wie viel geht da rein? Na, locker zwei, drei Bäume. Also wenn dir mal einen Baum stört und du willst den weg haben, da ist der Baum, ist die Fräse so gut wie geschaffen. Weil er nimmt auch Bäume von Land, was er nicht gehört. Ach so. So. So, ich fahr mal zum Händler und hol mal den Anhänger, ne? Mein LKW mit dem Überladewagen. Jetzt mal zum Hof fahren. Dann mal sehen. Später mal eine Halle bauen und ja, Erweiterung für den Hof. Aber erst muss man das Geld verdienen. Vier Anhänger brauchen wir kaum. Für meine Ochsen, meine Goldkühe. Mit dem Gold. Gold produzieren den Kühe. Genau. Gold hinter, ne? Die Milch dauert ja ein bisschen, aber Mist und Gülle bringt auch Geld. So, jetzt haben wir das erste Mal zum Händler und kaufen mal ganz schnell wohl mal einen Anhänger. Mein kleiner LKW mit 90 km/h. Ich bin da gerade mit 60 unterwegs. Also Blitzer haben wir hier keine. Ich hatte mal eine Karte gehabt, der 17er mit Blitzer. Konnte schon sehr teuer werden. Gibt's den 19er? Ich habe noch keine gesehen, sagte er. Auch kein Mod dafür, keine Erweiterung. Einige Karten haben die ja nicht sowas mehr als Eigenbau. Aber hier ist wohl eine Baustelle, hier gab es ja farbische Erfahrung. Du kannst hier auch Mission machen, direkt, ne? So quasi als Lohnunternehmen. Genau. Schauen wir kurz rein. Mit dem Fuß funktioniert überhaupt nicht. Zwar
Gibt's aktuell Aufgaben, Flügen, Gruppen, Flügen? Leider nicht mehr, nur Gruppen und Flügen. Düngen ist sehr lukrativ. Ja, es geht ziemlich schnell, gell? Ja. Weil die Temperaturen lassen halt auch aussammeln zu, weil du nicht aussehen kannst, was dann auch Düngen keinen Sinn, gell? Ja. Da ja Season jetzt neu gestartet ist, sind ja alle Felder im Prinzip brach. Also im schlimmsten Fall Frucht verfault. Ansonsten muss alles neu eingedreht werden. Ich suche noch einen Spender, der mir Land schenkt. Vielleicht meine ersten Millionen verdienen, ne? Ein bisschen Holz. Wie fährst du das Holz eigentlich ab? Hast du da ein Autolot? Enger oder? Ja, Autolot länger, ja. Sonst wäre ich ja nicht reich, ne? Wenn ich per Hand, wenn ich per Hand aufladen müsste, dann wäre ja ne, ja, müsste ich einen Radlader nehmen. Somit Kleinanhänger mit wird sie nicht rentieren. Also von der Entfernung her und so muss ja auch mal ein bisschen fahren. Aber da gibt es noch einen anderen Trick. Verkaufspunkt stellen Wald. Den müsste hier auch mit drauf sein. Platzierbare Verkaufsstellen, oder? Genau. Die kannst du hinterher wieder verkaufen. Also macht das nicht. Nein, ich auch nicht. Aber das wäre eine Option, ne? Also wenn ihr gefällt, wo 13 Düngen da ist, mal vielleicht, dann verdient's gutes Geld. Wie viel ungefähr warst du das? Noch locker 100.000. Schön ist ja mein Großbild, du stellst ein und lässt den fahren, ne? Irgendwann holst du wieder ab. Die Meldung kommt, ist fertig. Was natürlich ideal, wenn du mehrere Felder in der Reihenfolge machen kannst, ne? So ein Feld zum anderen. Blöd wäre, wenn du jetzt komplett von der einen Ecke zur anderen Ecke fahren willst. Du kannst ja mehrere Aufgaben zur gleichen Zeit machen. Das ist ja theoretisch möglich. So. Aber aktuell ist nur Pflügen drinnen, oder wie? Pflügen, Gruppen, was ich weiß. Ist ja auch logisch, weil im Prinzip geht ja auch nichts anderes. Mein Grund, muss ich schauen. Wenn ich mal schaue, jetzt Feld 35, Feld 7, 43. Ist zum Beispiel Gruppern drin, Feld 18 ist Gruppern. Mit Flügen ist schon sehr mühsam, ne? Ja, nach Flügen werde ich nicht machen, Mission. Also Gruppern 29 wäre mit 24.000. Sieben ist von mir in der Nähe, 7. 9.000 Flügen, ach nee. 18, 8. Na, da warte ich ein bisschen ab, bis die Aussage kommt. Seitenwechsel.
Oh, die ersten Bäume sind geladen. Ich hab's schon hingekriegt mit dem blöden Englisch. Mit Left und Rechts, da heißt Left und Right, oder? Ja, ja. Sie können kein Deutsch. Ah, das macht nichts. Hauptsache funktioniert. Schöne Bäume, schön gerade, lang. Riesenzahnstocher. Ja, genau. Auf 10 Meter geschnitten. Die nächste mache ich auf 12. Ich hatte mal das für Spaß gehabt, dass mir ein LKW umgefallen ist, Ausladung. Schnell gefahren. Oder überladen. Oder beides. Womit hast du denn wieder aufgestellt dann? Mit dem Radlader. Mit einem großen Radlader bin ich gefahren. Sonst, wenn du abladen tust, an der Stelle, wo du gerade bist, ist das Haus, glaube ich, weg. Du hast nichts verdient. So, liebe Schauer, das soll es für heute wieder gewesen sein. Dann sage ich mal Tschüss auf den Gewinkel. Tschüss.